Willkommen zurück, meine lieben Biberfreunde da draußen, hier zurück in Biberlingen. Wir sind immer noch gerade eben dabei, hier unsere neue, ja, wie soll ich sagen, Baumschule hier zu errichten. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich will es gerade eben bloß nochmal erwähnen, weil es kann gut sein, dass es zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Video jetzt hier kommt, wir befinden uns jetzt hier schon bereits im August mit diesem Video, ja, dass der neue Patch kommt in absehbarer Zeit. Und mir wurde schon, zumindest aus der Community gesagt, also ich weiß das jetzt nicht von den Entwicklern, von denen habe ich da noch nichts gehört, aber dass wir da wohl mit diesem Speicherstand hier leider nicht weiterspielen können. Und aus diesem Grund haben wir natürlich jetzt hier den Anspruch, das Projekt 1000 hier auf jeden Fall noch zu Ende zu bringen, so gut wir es vermögen. Also wir gucken mal, wie weit wir kommen, ne? Auf jeden Fall habe ich vor, mit ja, eurer Unterstützung, mit eurem Interesse, das Ganze hier natürlich weiter zu betreiben. Ne? Also ich habe wahnsinnig Bock, im Zweifelsfall dann mit diesem neuen Patch ein neues Spiel anzufangen, falls es wirklich so sein sollte, dass man den alten Speicherstand nicht mehr benutzen kann. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und wir werden dann einfach mal schauen, wie wir dann verfahren werden und was wir dann für eine Map wählen. Ihr könnt ja mir auch gerne mal ein paar Vorschläge machen, was ihr sagt, so, das wäre mal eine coole Map. Und ich bin auch am Überlegen, ob wir dann natürlich dann auch mal die Folktales, also die Rustikalrouten mal dazu verwenden. Es sei denn, ihr sagt, nö, die Eisenzähne sind viel geiler, aber darüber können wir ja auch nochmal reden. So, apropos darüber reden, ich möchte jetzt hier auch mal anfangen, schon mal hier das hier vorzubereiten. Aus diesem Grund werden wir jetzt hier sofort vorgehen. Und ja, das hier habe ich schon gesagt. Diese Bäume jetzt hier schon mal abreißen. Dann können wir nämlich das Wasser hierhin nochmal ein bisschen verteilen. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, ob wir das jetzt hier überhaupt noch brauchen, wenn wir das hier haben. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Bringt mich jetzt gerade eben auch nicht um, es so zu lassen, wie es ist fürs Erste. Wir sehen auf jeden Fall schon mal, wie jetzt hier die Phase gerade eben ist. Oh, wir machen richtig gut Altmetall. Also meine Sorge war unberechtigt, dass wir vielleicht die Industrie zu groß gemacht haben. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir sehen auch, ne, wie unser Stahl hier gerade eben durch die Decke geht. Und ich möchte noch mehr Stahl machen, Leute. Ich möchte, dass wir eine weitere Schmelzerei jetzt hier an den Start bringen. Und das tun wir jetzt auch. Wir werden hier eine neue Schmelzerei an den Start bringen und dafür sorgen, dass die jetzt hier gebaut wird. Ne? Stahl ist das neue Ding. Wir sind schließlich auch die Eisenzähne. Und wenn wir das hier dann geschaffen haben und diesen Weg hier rüber gezogen haben, dann können wir auch anfangen, das hier wieder abzureißen. Das würde ich total toll finden. Apropos Dinge total toll finden. Bei der Gelegenheit fangen wir auch mal an. Und ich meine das ernst, hier das so hoch zu bauen. Ja, doch so. Und dann setzen wir dann nochmal ein paar Holzblöcke oben drauf. Na, ich möchte hier diese Verbindung dann schon sauber hier herstellen. Es wäre mir ein Bedürfnis, das so zu haben. Wir machen das auch an dieser Stelle so. 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 Also wir werden diese Anordnung hier einfach verändern. Punkt. Auf diese Art und Weise, wie ihr sehen könnt. Damit das jetzt hier, also erstens bekommen wir dadurch nochmal ein bisschen mehr Fläche an dieser Stelle und auf der anderen Seite wird das hier dann eine etwas sauberere Anordnung. Wir können also hier dann besser rauf und runter und so weiter. Das wäre jetzt hier so mein Wunsch. Oh, guck mal, der Kollege läuft schon. Der hat jetzt direkt schon losgelegt. Gebäude bitte mit von Schleppern priorisieren. So, ich will mal gucken, wie viel Stahl oder Metallblöcke, na, ich nenne es immer Stahl, wir jetzt dadurch herbekommen. Auch hier sind wir jetzt hier schon an einem guten Punkt. Jetzt hoffe ich bloß, dass der Junge jetzt hier nicht dabei stirbt. Ne, er stirbt dabei nicht. Er ist ernsthaft da durchgelaufen. Der... Ja, okay. Wer es noch nicht wusste, ne? Wenn die durch Sprengungen laufen, sterben sie. Das haben wir jetzt gerade eben mal wieder gesehen.
Zum Glück haben wir Ersatz. Und zum Glück war es nur ein Robo-Biber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, mein Plan ist es übrigens noch folgender, ne? Wir werden das jetzt hier bis dahin tatsächlich durchziehen, diesen Weg bis hier. Und dann können wir de facto eigentlich das hier dann schon wieder schließen, würde ich sagen. Oder... Ja, also es müsste jetzt eigentlich gehen. Ihr seht, das Wasser geht auch bis da. Das heißt, es dürfte auch hier dann gar keine Probleme größerer Natur geben. Ich bin da jetzt einfach mal Zweckoptimist, wenn ihr mich fragt. So. Bitte dieses Mal keine dummen Sachen machen, liebe Biber. Oh, was ist da los? Wir sind bei den Rapssamen inzwischen knapp geworden. Ich glaube, ich sollte mehr Raps anbauen. Ist nur so eine Idee. So, bitte sprengen Sie das. Und dann machen wir sofort hier den Weg wieder hin. Und dann können wir anfangen, das hier wieder zu schließen, sobald das da ist. Naja, wobei, das ist ja jetzt schon da. Ja, komm, dann. Wir werden das jetzt hier machen. Wir werden jetzt hier... Genau, diesen Weg jetzt hier dann wieder schließen, weil wir brauchen ihn nicht mehr. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, Rapssamen sind plötzlich sehr, sehr knapp. Rapsöl wird hier gerade eben sehr viel verbraucht. Auberginen. Ich bin gerade immer am Beobachten, ne, wie es mit der Nahrungsmittelsituation insgesamt aussieht. Wir sehen auch, dass die Sojabohnen, gut, die werden fermentiert. Aber wir sehen, dass auch Kohlrabi inzwischen in größerer Menge wohl verbraucht wird. Also ich ahne, wir brauchen mehr. Wir brauchen noch mehr Anbaugebiete. Und das wird eine Herausforderung. Früher oder später zumindest. Deswegen bin ich mir überlegen, ob ich hier nicht sogar noch weitergehen will. Und dieses Gebiet noch erweitere. Ist nur so eine Idee. Die Frage ist, ja gut, es wäre dann halt wieder ein riesiges Terraforming-Projekt. Alternativ könnte man auch versuchen, hier tätig zu werden und das zu erobern, was schon da ist. Ne? Das ist hier auch relativ schön hochgeraten. Ist alles gerade eben noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Außerdem muss ich die Wassersituation im Auge behalten. Wir haben so langsam aber sicher ein Problem mit dem Wasser. Mal gerade eben hier. Ja, also ich sehe, dass drei dieser Pumpen es inzwischen gerade nur so schaffen, den Wasserstand so auf 30 Zentimeter zu halten. Man mache sich das mal klar. Also es, wir sind jetzt bei nicht mal 500 Biberchen. Und ich komme zu dem Schluss, dass unsere Möglichkeiten anfangen, an ihre Grenzen zu kommen, die wir jetzt schon haben. Das muss uns klar sein. Das ist nichts Triviales. Tja, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal abwarten, wie die anderen Sachen sich jetzt hier entwickeln. Ach, ich hasse es, dass das hier passiert. Hier wächst immer noch Raps nach. Hier haben wir, wie gesagt, noch die Beeren. Hier haben wir noch Kohlrabi. Also Kohlrabi wird auf jeden Fall, wie es aussieht, immer noch sehr, sehr gerne gegessen. Jetzt komme ich zu dem Schluss, dass wir jetzt hier vielleicht dann doch wieder mehr Erntebiber brauchen. Kann gut sein, dass das jetzt hier vielleicht dann doch wieder ein Thema wird. Zumindest teilweise. Muss ja nicht überall. Aber hier nochmal einen weiteren Biber zu haben, könnte sich lohnen, würde ich mal behaupten. Den hier brauchen wir übrigens gerade eben gar nicht mehr, ne? Der ist absolut unnötig. Dadurch bekommen wir wieder nochmal 7 Biberchen frei. Ganz im Ernst, ich stelle jetzt hier wieder Biber ein. Wodurch ich jetzt hier noch mehr wieder abernten kann. Genau, also ihr tut das jetzt mal und dann gucken wir mal, ob wir es dadurch in den Griff bekommen. Hier mache ich dasselbe Thema, denn es gibt noch genügend Raps. Das darf man nicht vergessen. Er muss bloß geerntet werden. Er muss einfach nur geerntet werden. Und daran arbeiten wir jetzt. Also die bestehenden Ressourcen ausprobieren, wie sie sich verhalten.
Und ich brauche eine erweiterte Möglichkeit, Wasser hier reinzupumpen. Es sei denn, ich mache in Zukunft ab jetzt hier die Wasserpumpensituation hier. Ne? Also ich könnte anfangen, hier mein Wasser rauszuholen und nicht mehr da drüben. Wäre vielleicht nicht mal eine völlig verblödete Idee. Tiefwasserpumpe, maximale Tiefe 6. Wisst ihr, so auf die Art hier? Ich meine, why not? Die kommen bis ganz da unten ran. Ich würde hier tatsächlich die Tiefwasserpumpe in Betracht ziehen, ja, absolut. Und hier... Ich bin übrigens echt überrascht, wie... Oh Gott, wie... Jetzt ist das hier wieder ganz schön gedroppt. Wie ist denn das schon wieder so gedroppt? Wir waren doch gerade bei 600. Ich bleibe dabei, wir müssen das beobachten. Ich meine, ich könnte hier natürlich auch dann nochmal... Wow, ich verbrauche hier gerade eben wieder sämtliche Bretter, die ich habe, auch die behandelten Bretter. Ja gut, es gibt hier immer noch sehr viel zu tun, ne? Sind wir mal ehrlich. Das ist halt der Fall hier. Wir beobachten das einfach weiterhin. Auch hier muss ich demnächst anfangen, Irrigation Barriers zu planen. Also ich würde tatsächlich dann hier diese Irrigation Barriers da noch so hinplanen. Das wird eine Weile dauern. So. Ja, dann wäre das hier aus meiner Sicht das abgeschlossene System. Oh, ich kann ja übrigens jetzt hier wieder die Bäume pflanzen. Das ist cool. Hallo. So, okidoki. An der Stelle sei nochmal erwähnt, ne, falls ihr übrigens die Videos dieses Let's Plays oder auch der anderen Let's Plays auf meinem Kanal jetzt schon sehen wollt, die ich für den Monat August aufgenommen habe, lade ich euch recht herzlich ein, meine Kanal-Abo-Mitgliedschaft zu machen. Der Merpleet erlaubt euch quasi alle Videos vorher schon zu schauen. Falls ihr auch hier im Spiel drin sein wollt, namentlich, und auch in meinen anderen Spielen, in denen ich Personen oder irgendwelche Dinge benennen kann, wie zum Beispiel jetzt hier, nicht unbedingt die Eisenroboter, aber wo sind sie denn, wo sind sie denn? Ich wähle mal hier dieses Haus. Wie zum Beispiel der Stille Wolf oder Telgrim oder der Turk oder Kai oder Godzilla, Buddy und so weiter und so fort. Also ihr seht, manche von denen sind doppelt da, einfach weil ich sehr viel mehr Biber als Kanalabonnenten habe. Dann, ja, lade ich euch ein, Freiwillige vorzuwählen. Da bekommt ihr sowohl vorab Zugriff auf die Videos als auch euren Namen im Spiel, im Let's Play. Manchmal spreche ich euch namentlich dadurch an, wenn ich mit euch interagiere. Manchmal seht ihr euch... So, ja, mache ich das. Okay, Leute, okay, Leute, okay, Leute. Wir gucken jetzt mal, ne? Wir müssen jetzt hier wieder mal beobachten, wie unsere Holzsituation sich verhält. Wir sind schon wieder an der Engstelle des Holzes. Oh, es wäre so schade, wenn das mit dem Let's Play wirklich hier enden müsste. Ich hoffe wirklich, dass wir es weiterspielen können. Aber ich befürchte nicht. Ich habe schon mitbekommen, dass es wohl auch eine Änderung der Wasser Dynamik geben wird. Das heißt also, dass zukünftig hier solche Dinge wie das hier anders gehandhabt werden vom Spielen. Das werden wir alles neu lernen müssen. Da bin ich sehr gespannt. Oh, wie sieht es denn jetzt hier aus? Maximale Tiefe waren 2,63 Meter. Ich setze mal wieder zurück. Einfach immer wieder, um mal zu beobachten, wie es sich verhält, ne? So, Della. Ich bin so gespannt, ob ich irgendwann mal genug Holz haben werde. Wir haben ein Nachlass. Ah, ich weiß, warum ein Altmetall nachlässt, weil ich keine behandelten Bretter mehr habe. Oh mein Gott, ich habe keine behandelten Bretter mehr. Das ist ein Problem. Also ihr seht, ich habe immer noch genügend Kiefernharz, ne? Daran liegt es nicht. Es liegt einfach daran, dass ich gerade eben einfach zu viele Bretter verbrate. Und deswegen mache ich immer weniger Metall. Ja, also nach wie vor ist es halt einfach Holz.
Holz ist unser limitierender Faktor. Und an diesem müssen wir weiter arbeiten. Ich mache auf jeden Fall hier nochmal weiter. Ich werde auch hier weitermachen. Und hier. Ich will dieses Gelände hier haben, wenn es geht. Für mein Wachstum an der Stelle, genau. Genauso auch hier, so zack, zack, zack. Ich hoffe, dass ich das ja dann auch noch hinbekomme. Aber wahrscheinlich nicht. Ich werde nicht alles schaffen hier. Und theoretisch kann ich auch noch das hier machen, aber ich ahne, dass hier durch Faulwasser Probleme entstehen, die vielleicht sogar auch diese Bäume mir hier wegkegeln. Dinge, die wir noch erleben werden. Die müssen wir einfach mal abwarten, abpassen. Aber trotz allem, wie wir hier gerade eben sehen, geht es überraschend schnell. Ne? Also wir machen jetzt hier dann doch eine ganze Menge Irrigation Barriers jetzt gerade eben. Also es ist wieder mal nur so eine Momentaufnahme, dass das jetzt hier alles eng ist. Wobei man dazu sagen muss natürlich, dass das Rohholz immer eng ist. Aber es müsste eigentlich in absehbarer Zeit sich endlich mal wieder entspannen, wenn die Hölzer nachgewachsen sind. Derweil Rapssamen immer noch auf einem niedrigen Niveau. Halten wir das mal fest. Ich glaube, das wird garantiert der Gamechanger nicht sein. Ich mache jetzt gerade eben noch mal zweimal Raps an dieser Stelle hin. Ich kann auch hier noch mal ein bisschen Raps machen. Einfach um noch mal ein paar Felder jetzt hier für mich zu nutzen. Aber ich kann jetzt halt auch leider von den anderen Feldern jetzt hier nicht unbedingt nochmal was wegmachen. Ne? Ich habe schon relativ viele Raps, ne? Ich habe sehr viele Rapsfelder. Um Gottes Willen habe ich viele Rapsfelder. Die gute Nachricht ist, dass es in absehbarer Zeit mit der angesammelten Schmierfett, das wir so langsam aber sicher haben, hier sich eigentlich ein bisschen eingrooven müsste. Apropos eingrooven. Ich guck mal gerade eben, wie viele ich von euch jetzt hier noch durch Bots ersetzen kann. So, die Bots nehmen euch jetzt hier wieder eure Jobs weg, Freunde. Und demnächst haben wir wahrlich genügend Bots, um alle Jobs zu machen hier. Es gibt dann nur noch 15 normale Arbeiter von euch. Ansonsten chillt ihr den ganzen Tag. Finde ich großartig. Also alleine das wäre ja schon mal ein Achievement, selbst wenn der Patch uns jetzt quasi den Spielstand wegkegelt, ne? Das wäre ein großes, großes Achievement. So, warte mal, habt ihr in der Zwischenzeit eigentlich... ja, teilweise sind sie jetzt hier vorangekommen, sie sind immer noch dabei. Wir werden jetzt als allernächstes das hier gestatten. Dann können sie nämlich jetzt hier anfangen, den nächsten Block hier zu setzen. Wir sehen auch, jetzt wird hier mehr Wasser gepumpt. Da will ich aber... Oh, nein, 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 keiner von euch. Da möchte ich, dass hier natürlich auch Eisenroboter am Start sind, die rund um die Uhr das Wasser hier pumpen. Und natürlich auch das jetzt hier wieder von Schleppern priorisieren, weil das ist Wasser. Das ist super wichtig. Das muss wegtransportiert werden. Aber das kriegen wir hin. Bis im Zweifelsfall schaffen wir vielleicht die 1000 Biber mit den Bots zusammen. Wäre zwar nicht das erklärte Ziel, aber es wäre immerhin auch zumindest ein nettes Zwischenachievement. Eieiei, hier bringe ich aber gerade eine Menge Metall hin. Ich muss auch bloß aufpassen, ne, dass ich nicht zu viel Metall... Wobei, nee, es geht. Es müsste gehen. Ja, jetzt stoppe ich mal. Ein bisschen Metall brauche ich noch auf der hohen Kante. Sie haben es direkt wieder zurückgebracht. Aber es soll jetzt einfach mal nur so für den Anfang gewesen sein. So, wir haben wieder einen Bot übrig. Wir sehen ja, wie schnell das Ganze jetzt hier geht. So. Ich habe mir auch überlegt, ob man hier oben nicht vielleicht sogar noch was machen kann. Ich meine, hier kommt in der Regel kein Faulwasser so leicht hin. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wie sieht es hier eigentlich aus?
Ach, die sind hier ja sogar schon komplett fertig. Ja, dann will ich nichts mehr gesagt haben. Also gut. Ich habe das erst gar nicht so richtig gerallt an der Stelle. Ich mache mal das hier weg. Jawohl, dann bekomme ich nochmal ein bisschen Holz zurück. Ich mache das hier weg. Dann bekomme ich auch hier nochmal ein bisschen Holz zurück. Dann mache ich das hier weg. Und das hier weg. Okay, dann machen wir hier noch den Weg hin. Dann könnt ihr das hier einsammeln und hier nochmal ein bisschen Bäume pflanzen. Jetzt habe ich bloß gerade eben gemerkt, dass da unten natürlich auch noch ein Problem ist. Genau, hier muss ich auch nochmal ein bisschen Erde hinkippen. Aber lassen wir jetzt erstmal die Biberchen das jetzt hier alles holen. Das wäre gut. Ich warte nur darauf. Kommt schon. Tut es am besten jetzt. Na also. Dann kommt das jetzt hier ebenfalls weg. Jetzt muss ich gleich bloß nochmal gucken, ob das jetzt darunter Erde ist oder nicht. Es kann ja sein, dass es da unten nochmal ein Stückchen Holz ist. Ich glaube, das war auch Holz. Jawohl, es war nochmal Holz. Dann holt jetzt auch noch dieses Holz hier. Okay, und jetzt können wir hier wieder auffüllen. Genau. Dann haben wir ein bisschen Platz hier gewonnen dadurch. Ein bisschen. So, wie es aussieht, haben wir wieder ein paar Bretter. Ja gut, kein Wunder, wir haben auch wieder ein bisschen Holz, ne? Sobald wir halt wieder normales Rohholz haben und das hier nicht sofort wieder verbrauchen, haben wir auch wieder relativ schnell wieder Bretter. Deswegen muss ich jetzt hier gerade eben kurzzeitig mal wieder ein bisschen die Füße stillhalten. Ich bin noch am Überlegen, ob das hier nicht vielleicht schlau wäre, hier mal zu schließen. Aber auf der anderen Seite wollten wir hier das System ja sowieso viel größer noch gestalten. Die Frage ist bloß, ob wir das so bald hinbekommen. Da bin ich mir momentan einfach noch nicht so sicher. Also wann und wie viel und überhaupt. Oh, hier ist wieder einiges an Schmierfett weggegangen. Langsam aber sicher wird das hier uncool. Ich mache mir Sorgen. Ich ahne, dass die da drüben halt einfach gerade eben gar nicht arbeiten können, ne? Ja, die stehen hier komplett still. Weil behandelte Bretter fehlen. Das ist das Problem. Ich meine, ich könnte das Ganze jetzt hier auf Normal-Altmetall setzen. Aber ich bin stur. Ihr kennt mich inzwischen. Ich bin stur. Ich kann da nicht über meinen Schatten springen. Es ist nicht so, dass ich mir das aussuche. Es ist halt, wie es ist. So, aber hier wächst jetzt immerhin. Das hier ist jetzt auch schon bald zu. Wir werden deswegen jetzt hier nicht hops gehen, ne? Das werden wir definitiv nicht. Gott, ist das viel, was man dafür braucht. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit, Leute. Ich pausiere mal die Dinger hier. Ich sag's euch, wie es ist, wir pausieren die Dinger hier. Und schalten sie dann später ein, wenn es dann so weit ist. Ach Gott, die haben jetzt hier damit angefangen. Witzig. Also gut. Jetzt sollen sie erstmal die Hölzer benutzen, damit wir wieder Metall bekommen. Das brauchen wir ja auch, um die ganzen Bottis noch herzustellen. So, wir haben wieder zwei Bots übrig. Wo arbeiten eigentlich die letzten 13 von euch? Muss man gerade mal gucken. Welche Jobs macht ihr? Die sind eigentlich fast überall schon umgeschaltet. Ich glaube, es war relativ weit unten, oder? Irgendwo sind noch ein paar normale Biberchen am Start. Und das möchte ich jetzt so langsam aber sicher beenden. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Ich finde sie nicht. Da. Ja, es sind hauptsächlich hier diese 10.
Davon wussten wir ja. Und in einer Schmierfettfabrik. Bitte was? Okay, in einer Schmierfettfabrik. Alles klar. Die habe ich dann einfach wohl beim Bau übersehen gehabt. Dann müsste es irgendwo noch einen Einzelnen geben. Hier. Ja, genau. Zahnradfabrik. Lol, okay. Also gut, ja, das waren die letzten Jobs, wo ich einfach vergessen hatte, umzustellen. Wahrscheinlich hat sogar schon von jemand von euch in die Kommentare geschrieben. Möglich ist das. So, hier will ich immer noch drauf warten. Jetzt haben wir inzwischen wieder die behandelten Bretter, das ist gut. So, 16 Jungtiere haben wir am Start. Wir werden irgendwann mal dann halt auch nochmal noch mehr solche Wohnräume schaffen müssen. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ich bin auch im Überlegen, ob wir hier nicht sogar nochmal höher wollen. Naja, ist wie gesagt alles erstmal Zukunftsmusik. Wie sieht's hier aus? Das droppt tatsächlich phasenweise richtig hart. Ich komme zu dem Schluss, dass ich irgendwann mal hier wirklich das Wasser hier rauspumpen muss. Komplett. Wie wisst ihr, wir waren bei 0,3. Jetzt sind wir schon runter bei 0,2,1. Das ist nicht so schön. Nee, ist es nicht. Das macht mir gerade eben wirklich hart Sorgen. Müssen wir echt im Auge behalten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir behalten es im Auge, keine Sorge. Umbringen wird uns das nicht, aber Kopfzerbrechen bereiten. Ich wollte hier ja auch noch eine Irrigation Barrier hinmachen. Oh Mann, oh Mann. Komme nicht dazu, darf nicht. Könnte man sagen. So, okay. Ja, hier sieht es langsam aber sicher ganz cool aus. Manche der Bäume sind demnächst fällbar. Oh, das wird so gut. Das wird so gut, wenn wir die fällen können. Was sagt hier der Wasserstand? 1,20 Meter. Ich meine, hier haben wir noch ein bisschen mehr, ne? Aber es hat wirklich gefallen. Der Wasserstand ist wirklich radikal gefallen. So, wir haben, so wie es aussieht, jetzt hier die 500 lebenden Biberchen jetzt hier schon überschritten. Das ist ja auch schon mal cool. Immer noch nur zwei. Es wird dauern, bis wir die aufbauen. Die werden jetzt hier wieder mal ordentlich verbraucht. Also normale Bretter machen wir ja schon. Ich bin am Überlegen, ob ich noch eine weitere Holzwerkstatt machen soll. Ja, warum nicht? Ich will, dass es jetzt schneller geht. Ich meine, ich mache genügend Bretter, ne? Ich muss jetzt bloß dafür sorgen, dass ich nicht nur die Bretter habe, sondern halt auch die behandelten Bretter. Das ist die nächste Engstelle, die wir jetzt hier haben und versuchen zu bekämpfen. So, wir haben jetzt übrigens wieder genügend Metall. Das heißt, ich kann das jetzt hier wieder aktivieren. Also wenn wir genügend Altmetall haben, haben wir auch genügend Stahlbalken. Das ist nicht das Thema. Und wie gesagt, ich möchte das so haben eigentlich, dass wir diese Fläche hier gefühlt in no time hochziehen können. Also so nach dem Motto, so irgendwann mal soll die Industrie so geil laufen, dass das eigentlich alles nur noch Makulatur ist. Aber gleichzeitig auch muss ich das Wasser im Auge behalten. Naja, solange es bei 1,20 bleibt. Das Problem ist halt bloß, dass jeder dieser Münder hier, ne, den Wasserbedarf ordentlich nach oben schraubt. Das muss man im Hinterkopf behalten. Ich meine, wir bekommen es wieder gefüllt, solange hier genügend Wasser drin ist. Und deswegen bin ich im Überlegen, ob es nicht vielleicht sogar besser wäre, das hier so zu machen. Mittel- bis langfristig.
So, wir haben inzwischen jetzt schon so viele Biber. Ich werde hier umschalten. So, ab jetzt sind alle unsere lebenden Biber, ja, in Pension, wenn ihr so wollt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.